Hallo zu meinem Video mit der Frage, wenn man Wasser trinkt, um eine Dehydrierung zu vermeiden, wie wird man es dann wieder los? In der Luft ist das gar nicht so einfach. Die Erklärungen sind auf Deutsch, die Untertitel sind dann auf Englisch. Hello to my video with the question, if you drink water to avoid dehydration, how do you get rid of it in the air? It is not as easy as you think. The explanations are in German, the subtitles are in English. Wer meine Videos aufmerksam verfolgt, hat bestimmt bemerkt, dass ich diverse verschiedene Chassis in diversen Konstellationen geflogen bin. Vor allem bin ich immer öfter mit großen Tanks unterwegs. Zusätzlich habe ich noch einen Zusatztank in einer Seitentasche und pumpe in der Luft noch Sprit nach hinten. Wozu fliegt man mit immer mehr Sprit? Ganz klar, man kann immer längere Flüge angehen. Bei langen Flügen gibt es neben Navigation und Meteorologie zwei ganz wichtige Dinge, die es zu berücksichtigen gilt. Erstens, man sollte unbedingt trinken. Ohne genügend Flüssigkeitszufuhr verlieren wir auf langen Flügen letztlich körperliche Leistungsfähigkeit und Konzentrationsvermögen. Zweitens, was wir oben reinschütten, muss irgendwann unten auch wieder raus. Aber wohin damit in der Luft? Uns fehlt eben eine entsprechende Möglichkeit. Also, liebe Hersteller, wie sieht es aus mit einer Chemietoilette anstatt eines Sitzbrett? Solange es sowas nicht gibt, muss man sich irgendwie anderweitig helfen. Natürlich gibt es diverse Lösungen. Je nach den eigenen Vorlieben mag man eventuell lieber die eine oder die andere Lösung. Ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit. Was gibt es mittlerweile in diesem Gebiet? Erstens, manche Piloten propagieren das Eintwisten der Tragegurte. Danach lässt man es einfach laufen. Leider ist diese Lösung für unsere Pilotinnen eher weniger gut geeignet. Von dem Risiko, mit eingetwisteten Gurten zu fliegen, möchte ich gar nicht reden. Zweitens, man könnte Windeln tragen. Das funktioniert für alle Geschlechter. Aber mir ist es irgendwie zuwider, vom Gedanken in die Hose zu machen. Drittens, die Piloten könnten auch Urinalkondome benutzen. Also, drüber stülpen, den Schlauch am Bein lang führen und neben den Stiefeln nach außen führen. Und auf Höhe der Sohle abschneiden. Ich hatte lange darauf herumgedacht. Sicher funktioniert das für viele ganz gut. Aber ich habe auch viele Kommentare gelesen, dass es Probleme mit dem Sitz des Kondoms geben kann. Abrutschen und Unterichtigkeiten als Problem. Vor allen Dingen wegen des insgesamt großen Aufwandes mit der gesamten Ausrüstung am Start. Deswegen habe ich mich für diese Idee zwar zunächst begeistert, habe das aber dann verworfen. Viertens, eine Urinalflasche. Das ist natürlich auch nur etwas für die Piloten und keine Hilfe für die Pilotinnen. Ich zeige hier im Video mit einer Hand, dass dies grundsätzlich funktioniert. Natürlich nur anschaulich dargestellt, weil ich in der zweiten Hand die Kamera halte, die ich ja normalerweise für das Wasserlassen bräuchte. Nach dem Wasserlassen die Flasche einfach nach außen halten und entleeren. Die Flasche zuschrauben und einfach wieder in die Seitentasche rein verschwinden lassen. Fertig ist man. Ich empfehle aber dabei, darauf zu achten, wo man gerade drüber fliegt. Ich appelliere hier an alle Piloten und Pilotinnen, trinkt während langer Flüge genug. Und für alle Piloten unter uns habe ich eben eine Option gefunden, die bei mir ganz gut funktioniert. Dabei lohnt sich auch der Blick zu anderen Fliegern. Zum Beispiel dem Video vom PureClyde aus Neuseeland. Übrigens viele Grüße dahin, die Videos sind immer gut anzuschauen. Und hier oben ein entsprechender Infobutton. Ich hoffe, dass mein Video bei einer wichtigen Frage weiterhilft. Ich wünsche euch immer gute Flüge, see you up in the air. Tschüss, bis zum nächsten Mal.